Ja, meine Damen und Herren, wir kommen hier einmal. Das, ja, das müssen wir einmal. Ja, natürlich, das ist ja wirklich der Lacher des Morgens hier. Natürlich, ich kann mich nicht mehr einholen. Ja, es ist der 1.4.2019. Ja, ich muss es einmal sagen. Ja, natürlich, ich komme. Nein, bitte, bitte. Ja, Ton ab, na herrlich, einfach wunderbar. Ja, Ton ab. So, ich habe Sie mal eingeladen und Sie sagen, Sie schauen durch die morgendliche Presseschau, ja, das machen Sie, ja. Ja, das mache ich. Ich gucke mir da Zeitungsberichte an als solches, ja. Und natürlich, man ist ja da gegängelt irgendwo. Man darf nichts mehr sagen. Nein, es gibt hier einen angeblichen, es wird da wegen Zensur und kommt denn der Upload-Filter und nein und ja, ja. Ne, ich muss Sie da mal beruhigen. Sie sind ein Berliner. Sie waren 30 Jahre eingemauert. Das ist doch, was glauben Sie denn, was da Freiheit bedeutet? Das ist doch so. Da haben Sie doch, da können Sie doch ein Lied von singen, das weiß ich ja. Nun nehmen Sie sich mal ein bisschen zusammen, ja? Dass Sie da auch mal drei Wörter da auf der Reihe bekommen da für Ihre Presseschau, ja? Ja, das muss ich machen. Mir ist es ja, wenn ich ein Kloß im Klops im Hals habe, ja. Das haben Sie, also ich muss Ihnen das mal, ich kann es nicht glauben. Also das ist ja wirklich. Es gibt ja Menschen, die haben, wie soll ich das sagen, das ist möglicherweise im Kopf eine Freiheit, verstehen Sie? Das ist eine Fantasiefreiheit, sowas. Das kann ja jeden Menschen so mal so einholen oder er kann davon bemächtigt sein, ich weiß es nicht, wie ein sowas da von solcher Gedankenfreiheit da überfallen kann, das ist mir vollkommen schleierhaft. Und um das mal zu erklären, da brauche ich natürlich auch ein bisschen Hintergrund, um das mal irgendwo hier mal da so anzusagen als solches, ja. Also ich lese, darf ich das überhaupt sagen, ja, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ja, hier im Netz natürlich, ja. Ja, und die berichten da irgendetwas, ich gehe da gar nicht mehr in den Text. Also der Erdogan, der hat da mal ein paar Punkte da verloren und ja, es steht jetzt nicht mehr so gut mit ihm. Ja, natürlich, es ist alles mal so. Und so sieht es eben diese Zeitung vielleicht, ja, vielleicht mit drei Worte, die ich auch lese, nehme ich das so auf. Ich habe keine Lust da irgendwas da. Aber dann komme ich unten runter. Das ist der Hammer. Das ist, nein, das ist der Hammer. Ja, also Sie werden als deutscher Bürger hier, nennen Sie das Meinungsfreiheit oder demokratisches Bewusstsein, ja. Also die Zeitung fordert Sie auf, hier in einem Anklick, ja und nach rechts oder links für ein Ja oder Nein, schwarz-weiß natürlich, ja, und das lese ich dann mal vor. Also nach links hier der Ausschlagpegel und so klicken Sie das bitte an. Ja, er wird mehr Kompromisse machen müssen. Nein, er wird seinen Kurs nicht ändern. Ja, das ist ja, also und jetzt kommt mir da irgendwie mein Lacher da, wie ein Klops im Hals. Boah. Ja, der Mann soll was ändern, ja. Also ich krieg das nicht an, aber ich habe da eine Meinung, ja. Ich sage mal, nein, er wird seinen Kurs nicht ändern. Ach, da, ich bin nicht abstimmungsberechtigt für eine Türkei dieser Demokratie, der danach in, was interessiert mich das da, ja. Aber es gibt ja genug außenpolitische Statements eines Herrn Erdogan. Und wie sehen die aus? Da gab es schon 100 Lügen, egal was der Mann erzählt hat. Ja, und wenn ich jetzt hier anklicke, nein, er wird seinen Kurs nicht ändern, na, dann gibt es nochmal 100 Lügen dazu. Das ist es doch. Da schert man sich hier. Ach, ich weiß doch nicht, in diesem Europa da, ach, das ist doch, ja, man schaue mal in dieses Land, da sagen sie, da drehen sie sich weg. Und da kommt eine Zeitung auf die Idee, sie sollen sich da noch ein Meinungsbild machen. Was soll man sich denn da noch für ein Meinungsbild machen? Ja? Es ist verwunderlich. Es ist verwunderlich, dass der Mann überhaupt noch, dass die Türken das selber nicht merken, wem sie da an der Macht haben. Das ist doch einfach. Ja, das ist einfach der volle Lacher, ja. Und diese Zeitung, ja, diese Zeitung hier, zumindest der Textmacher, ich nehme es mir heraus, ihm zu sagen, ihn nicht mehr für bei Trost zu halten, ja, sich da eine moderate Meinung zu billigen, als wie, oh, man müsse damit leben, dass ein Erdogan, Entschuldigung, ein Erdogan dort an der Regierung ist.
Natürlich, von mir aus kann da der Deibel an der Macht sein für die Türken. Das interessiert mich nicht, ja? Es interessiert mich überhaupt nicht, wer da an der Macht ist, ja? Ich bekomme keine türkische Rente, ich habe keine türkischen Kinder, ich habe keinen türkischen Wohnsitz, ich habe keinen türkischen Arbeitsplatz, ich habe keine türkische Frau, kein Onkel, keine Tante, egal was. Das interessiert mich alles überhaupt nicht. Es ist ein so entferntes Land für einen Berliner, der sich da einfach mal sagt, was hat man überhaupt damit zu schaffen? Das ist doch irgendwie, ja, Erdogan ist Mr. President, natürlich, die Türkei nimmt die Dominanz über, sie leben dort, wie wenn sie die Dominanz über den gesamten Globus hätten, der Mann spielt sich auf wie, weiß ich nicht wer und so, ja, und unser einer huldigt ihm noch mit irgendetwas da, oh ja, wir müssen eine Abstimmung da halten. Da kann ich ihm was anderes sagen, so diesen Menschen, der dort irgendwie auf nichts anderes aus, als wie seine Mitmenschen zu verfolgen und zu vertreiben, egal, Presse, Rundfunk in Beschlag zu nehmen für irgendwelche Meinungsfreiheiten. Da spielt sich unsere deutsche Presse eine parierte Meinungsfreiheit der Türkei daher. Na mein Gott, da kann man mal sagen, also, ja, ja, ihr lieben deutschen Journalisten, ich sage es euch, ich mute euch ja nun auch noch eine Meinungsfreiheit zu. Aber bitte doch nicht so ein Quatsch jetzt hier, was soll denn das da? Ja, auf den Mann kann sich doch kein normaler Mensch mehr eine Meinung machen. Das sind doch nur noch Irre, die mit denen da mitlaufen, an irgendetwas. Und wenn ich mich jetzt daran noch verrate, ich stimme da was ab, dann bin ich hier. Ich verrate mich da, auch mit Irre zu sein? Nein, darum muss ich mich nicht verraten. Das wird mir nicht gelingen, weil ich nämlich gar nicht irre bin. Das ist es doch. Ich sehe doch, was da los ist. Es ist doch oft genug berichtet worden. Über unsere deutsche freie Presse. Was mit diesen Menschen dort los ist. Und dann spielen sich und spülen sich unsere Presseorgane hier immer wieder. Nach jedem Hoax, den der Typ da irgendwo aufgezogen hat, spült man sich weich mit einem, wie sagt sich denn das? Da spricht man noch von einem sogenannten Appeasement. Natürlich, das ist das Appeasement der Türkei gegenüber. Ja, sie wollen jetzt aber nicht sagen, die können ihn an den Arsch lecken oder so. Das ist ja dann voll unter die Gürtellinie als sowas da. Denn es, da trauen sich das Wort ja dann an sowas noch auch nicht so zu, ne? Ja, also es gibt da andere Worte, die der Herr Erdogan gerne in den Mund nimmt. Ne? Das ist es doch, ja. Da kann man ja auch nur sagen, was soll das eigentlich, ja? Tja, Ach, egal was der Typ da erzählt, der ist doch nicht bei Trost da, dieser. Na, lassen Sie es sein, es führt zu überhaupt nichts. Und ich sage es, der deutschen Presse, spielt nicht so ein Schwachsinn in die Welt. Man stimme für diesen Menschen. Ich als Deutscher stimme doch für den nicht ab. Der braucht nicht meine Demokratie. Ich weigere mich, einem Menschen mir die Edelmütigkeiten meines inneren eigenen Demokratieverständnisses an den Typen zu verschleudern. Er hat es sich, seine Demokratie zu verdienen. So ist es doch. Er rennt da rum und fuhrwerkt da wie ein Berserker. Da, mit seiner Brutalo-Meinung. Ja, progressiv, ewig progressiv. Haben immer recht. Haben sich noch nie geirrt. Ja, ja, so gehen die doch. Ja. Also, ich sage mal, der türkischen Führung ein bisschen mehr Selbstkritik wäre doch auch mal angesagt. Ne? So ist es doch. Ein bisschen mehr Selbstkritik. Ja, ein Schritt weniger. Die Progressive, slow down, ja. Keep quiet. Das ist so, ja, das sind da, das, diese, weiß ich nicht, die, ach, das ist nicht zum Aushalten. Das sind der letzte Hundensturm, den die inszenieren, über Europa. Ich sag es euch, mit unserem Herrn Martin Luther. Er hat schon vor die Türken gewarnt. Das dürft ihr in euren Zeitungen aufnehmen. Ja, dann haben sie es mal gesagt. So ein Quatsch aber auch. Was bilden sich unsere Zeitungen eigentlich aber auch ein, ne? Ist doch nicht auch ein bisschen verwunderlich jetzt hier. Ja, das ist es. Na gut, dann gehen wir hier mal raus. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Stimmen Sie für Erdogan ab. Bauen Sie Demokratie auf. In Deutschland für Erdogan. Erdogan hat ein schwaches Demokratiekostüm in der Türkei. Ja, wir müssen da wohl demokratisch nachhelfen. Aber machen wir das? Das haben wir nicht nötig. Wir lassen auch das am ausgestreckten Arm verhungern. So ist es nun einmal. Bleiben Sie uns wohl auf. Ihre Berliner Meinung. Ihr Sprachfunk.